Hallo und herzlich willkommen zur Let's Play WoW Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme wieder live auf, also ihr könnt auch dabei sein unter www.twitch.tv, der einsame Gohorn. Da streame ich je ab und an mal in der Woche, 2 bis 3 Mal vielleicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir beim Zocken zuschauen oder mit mir zusammen zocken. Müsst ihr wissen. Nun gut, dann beginnen wir. Direkt mal. Ja, womit eigentlich? Mit dem da oben. Hier. Mich freut das. Nun gut, Ah, komm. Auf der letzten Stufe. Auf der letzten Stufe. Oh, wir können Quest abgeben. Willkommen, Hydre. Wir sind die Aldor, Priester des Lichts und Diener der Shatar. Bleibt bei uns, solange ihr möchtet. Ihr habt schon ein paar teuflische Waffen besorgt. Jupp. Schaut zu, wie die verderbten Materialien sich auflösen. Schaut zu, wie sich das Metall in Staub verwandelt. Das Licht reinigt alles und nur die reinsten Überreste bleiben. Heiliger Staub. Nervt mich. Bilderprotektor. Ja, dann machen wir mal hier weiter. Das ist direkt das nächste. Nun gut. Muss hier lang fliegen. Ja, heute machen wir ein bisschen weiter. Was ist los mit dem Zetaurium-Dickicht? Ja. Sprechen wir wieder nicht mehr in Stärke. Ich mag diesen Bogen. Seid vorsichtig, wenn ihr in diesem Dickicht geht, Jäger. Es liegt eine böse Aura über diesen Ort. Dabei muss es sich um Reste von dem handeln, was die anderen Druiden zerstört hat. Was ist los mit der Dickicht? Zentaure-Dickicht. Ich bin froh, dass die Zuflucht euch geschickt hat, Druide. Die Druiden des Dickichts wurden ermordet. Nur ich und ein weiterer überlebt und er ist geisteskrank. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden. Was auch immer es war, es passierte schnell und fühlt sich unnatürlich an. Werdet ihr mir helfen? Jupp. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Fremde Energien. Etwas Merkwürdiges hat die Terramotten des Dickichts verändert. Wo einst eine Vielfalt von Arten herrschte, sind jetzt nur noch die Terramotten übrig. Und während sie früher friedlich waren, sind sie jetzt sehr aufgeregt und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt. Ich muss die Bösartigen mit deren normalen Motten vergleichen. Bringt mir ein paar Exemplare von beiden Sorten. Die gewöhnlichen Motten, Terramotten, findet ihr im südlichen und im nördlichen. Findet ihr südlich und nördlich.
Ich bin mir sicher, dass dies mit dem Tod der Droiden zusammenhängt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was all die Droiden hier getötet hat. Ich war ein paar Tage unterwegs, um die Knochenwüste im Süden zu untersuchen. Bitte, ihr müsst mir helfen, herauszufinden, was hinter dieser furchtbaren Tragödie steckt. Geht zum Dickicht und haltet nach einem Hinweis Ausschau, der uns weiterhelfen könnte. Als ich kurz dort war, hätte ich schwören können, dass ich einen toten, zerschlagenen und ein merkwürdiges Ding neben ihm gesehen habe. Und hab keine Angst vor Baumlass. Er ist vielleicht durch die Geschehnisse verrückt geworden. Ich glaube, er ist harmlos. Oh, da kommt ja sogar noch jemand. Schnell versteckt euch. Nerfas Augen beobachtet euch. Uns alle. Ich traue mich nicht, nicht auf die Spitzen des Turms zu gehen, um. Ach, verdammt. Die Spitzen des Turms zu gehen, um mit ihm zu sprechen. Aber ihr seht aus, als könntet ihr. Könntet ihr. Ihr seht aus, als könntet ihr die richtigen Worte finden. Aber seid vorsichtig. Es mag keinen Witze und kann Dummköpfe nicht leiten. Überredet es auf eine Tasse Tee, um zu kommen. Aber bitte sorgt dafür, dass es mich nicht nochmal nicht mehr anstarrt. Okay. Bisschen. Was haben wir für ein Debuff-Sitz im Auge? Ah. Okay. Aber unsere Werte sind um 5% verringert. Okay, ja. Oh. Hier willkommen. Ah, Gott. Müssen wir die töten? Na gut. Muss da wahrscheinlich dann nach oben, ne? Jupp. Bösartige Terrorrotten. Aha. Mein größter Feind in diesem Game, diese Spiraltreppen. Ich fall da fast jedes Mal runter, ey. Oh Gott. So, dann hätten wir das auch erledigt. Oh Gott. Dann bringen wir mal noch ein paar Terramotten um. Die letzte wird natürlich wieder nicht droppen. So wie jedes Mal. Ach stimmt. Ich war jetzt da.
Oh, perfekt. Oh Gott. Die Leiche eines Zerschlagenen liegt hier. Seltsamerweise scheint die Todesursache nichts mit den mutierten Motten zu tun. Vielleicht wurde sein Tod durch das seltsame Objekt verursacht, welches neben ihm ausgestreckten Armen liegt. So, dann müssen wir jetzt noch vier. Ach schon, ich kann ja fliegen. Lul. Aha. Ich vergesse mal wieder, dass ich fliegen kann. So, jetzt müsst ihr noch ein bisschen leiden. Da gibt es wieder was zum Farben. Der Rotzopf. Nun gut. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ist die Musiklautstärke eigentlich... Macht die mal noch einen kleinen Ticken lauter. Dann habe ich das Gefühl, das ist viel zu leise. Und zack. Bitte gibst du mir dann tatsächlich auch mal noch ein bisschen was von dir. Ich brauche ein Ziel. Hallo? Ich habe kein Ziel. Worum werde ich denn jetzt angerufen? Oh, oh, oh. Ich muss näher ran. Und... Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, perfekt. Was führt euch hierher? Habt ihr meine Proben? Jupp. Merkwürdig, die Proben der bösartigen Terramotten enthalten etwas, das sich wie reines Mana anfühlt. Wie es scheint, hinterließ das, was die Tode verursacht hat, ein starkes Energiefeld, aber aus irgendeinem Grund hat es die Terramotten nicht umgebracht, sondern nur aufgewühlt. Es scheint, als wäre diese merkwürdige Energie ein Nebenprodukt dessen, was das Dickicht angegriffen hat. Wir sehen uns wieder. Ich hatte also recht, die Leiche eines Zerschlagenen und gesagt, dass tatsächlich ein komisches Objekt auf dem Boden neben ihm war. Das macht keinen Sinn. Was würde einer von ihnen denn hier wollen? Und was war das für ein Ding, das er da dabei hatte? Hat es vielleicht alle die Tode verursacht? Maybe. Mögen die Vorfahren euch schützen. Gleich.